Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Satisfactory Folge 3. Ja, inzwischen ist der Startschuss gefallen. Wir sind auch schon die ersten hier auf dem Server unterwegs. Und es wurde auch schon fleißig gebaut. Also ich habe hier angefangen, so ein paar Fundamente zu machen. Und ja, seitdem ist hier schon einiges passiert. Also hier wurde schon eine Produktion für verschiedene Metallsachen gemacht. Ich meine, das steht jetzt gerade still, weil wir keinen Brennstoff mehr haben. Das ist so eins der nächsten Sachen, die in Arbeit ist, aber ich sehe schon, ich werde über die nächsten Tage verteilt immer mal viel aufnehmen müssen, weil sonst steht hier bald eine fertige Base und wir haben nichts davon gesehen. Aber ja, sehr cool. So ungefähr wollte ich das ja haben, dass ihr auch einiges baut und ich das dann alles zeigen kann. Also seht ihr, da sind Eisenstangen, hier sind Schrauben und ja, da vorne war es, glaube ich, hier glaube ich die, ne, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall seht ihr hier schon, wie so die ersten etwas größeren Produktionen schon entstehen. Hier sind, glaube ich, Eisenbarren drin, genau. Und ja, ist abgeändert worden. Ich weiß es gar nicht. Irgendwo da vorne, glaube ich. Ne, alles gut. So, was ich euch zeigen wollte, ist, es wird hier jetzt gerade schon der Weltraumlift oder wurde schon freigeschaltet. Der ist gerade unterwegs. Ich würde gleich ganz gerne selber die Hindernisbeseitigung freischalten, damit wir A, ein bisschen mehr Inventarplatz bekommen und vor allen Dingen die Kettensäge, damit wir ja, ein bisschen schneller Brennstoff bekommen. Während wir darauf warten, dass wir das machen können, da sehen wir gerade übrigens den Alexander vorbei flitzen. können wir vielleicht schauen, ob ich hier noch ein paar Sachen wieder habe. Da bräuchten wir 7 von. Okay, haben wir nicht. Katerium hätten wir. Das heißt, da können wir die Forschung starten. Machen wir das mal schnell. So, jetzt haben wir die Katerium-Barren freigeschaltet. Die könnten wir jetzt herstellen. Dann hier bei den Nährstoffen. Oh, nee, da fehlt uns ja noch einiges, ja. So, Elektroschnecken, die könnten wir auch erforschen. Da habe ich nämlich 3 Stück gefunden. Das machen wir mal schnell. Ist abgeschlossen. So, und jetzt gibt es hier doch 3 weitere. Einmal, da bräuchten wir, das könnten wir sogar gleich machen, den Schneckenskin. Dann brauchen wir ein gelbes und das hier ist die Produktion über Takten. Das könnten wir eigentlich beides gleich mal in Angriff nehmen. Was bräuchten wir dafür noch? Ein bisschen Draht. Ja. Okay, schauen wir erstmal, was wir noch so haben. Quarz haben wir nicht genügend, um das nächste zu machen. Ein bisschen Schwefel habe ich gefunden. Das können wir auch schon mal machen, auch wenn das erste immer relativ nutzlos ist. Wir können jetzt nur danach scannen. Und für das nächste haben wir dann schon wieder zu wenig. Okay, so, hier haben wir jetzt den Turbodraht und die weiteren Inventarplätze, aber die können wir auch noch nicht machen. Also wir brauchen ein bisschen Draht im Grunde. Das ist, wenn ich mich nicht arg täusche, hier unten. So. So, das hier ist natürlich die falsche Kiste, da sind nämlich die Kabel drin und nicht der Draht. Wir müssen zu der hier drüben. Da ist aber, glaube ich, gar nicht so ganz viel drin. Nee, aber was da ist, nehmen wir raus. Und dann brauchten wir, glaube ich, noch ein paar Eisenstangen. Jetzt müssen wir eben schauen, wie wir hier drauf kommen. Es ist schon ein bisschen schwieriger, aber... Ah ja, übrigens, es gibt jetzt auch so die Tag- und Nachtwechsel sind jetzt auch ein bisschen ja, anders gestaltet. Das ist etwas... Oh, das so viel wollte ich nicht nehmen. So. Ja, das ist etwas von der Stimmung her ein bisschen besser dazu passt zu den Wechseln zwischen Tag und Nacht. So, Weltraumlift ist fertig. Jetzt wollte ich hier die Hindernisbeseitigung mal als erstes machen. Wählen den Meilenstein aus und dann können wir hier die Schrauben reinpacken. Kabel und den Beton. Und schicken das Ganze auch los. Milestone reached. Biofuel will ensure maximum efficiency. Okay, jetzt wollte ich hier. Was war es noch gleich? Bei Elektroschnecken, oder?
Genau, ach, jetzt haben wir wieder zu wenig Kabel, weil ich die gerade für das andere gebraucht habe. Okay, holen wir die auch noch schnell. Wenn wir schon dabei sind. So. Ach. Das, da muss ich mich echt noch umgewöhnen. Oder besser gesagt, ich muss es mir überhaupt erstmal wieder angewöhnen. Das, was Shift-Links-Klick, STRG-Links-Klick oder Doppelklick oder. Ja, was bezweckt. So, das hier können wir jetzt mal direkt machen, die Forschung. Dauert 2 Minuten. Okay, und was wir hier jetzt gerade freigeschaltet haben, sind, also mehr Inventarplätze, was ja schon mal ganz gut ist. Wir können jetzt den festen Biotreibstoff herstellen, aber wir können jetzt auch eine Kettensäge bauen. Und das schauen wir uns mal an, was wir dafür brauchen. Oh, wir haben sogar genügend, um eine zu bauen. Das ist ja noch besser. Dann machen wir das mal direkt. Okay, benutzt die gerade noch jemand? Ja, okay, das könnte jetzt vielleicht auch einer der Bugs sein, die es noch in diesem Server-Modus gibt. Kann ich gerade nicht weiter herstellen. Ist natürlich blöd. Gut, warten wir mal eben ab. Ich probiere es gleich nochmal. So, inzwischen konnte ich jetzt eine Kettensäge bauen. Wir haben auch schon ein bisschen Treibstoff dafür hergestellt. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Und zwar brauchen wir dafür erstmal die normale Biomasse. Und dann können wir festen Biotreibstoff dafür herstellen. Und den können wir dann auch mit unserer Säge verwenden. Inzwischen ist hier ganz viel passiert, innerhalb kürzester Zeit. Ihr seht schon, die Forschungen hier sind fertig. Also wir haben Logistik MK2. Wir haben hier die, ich kann das schlecht lesen, Ressourcenschredder. Das Bonusprogramm, das heißt, wir können einen Awesome-Schredder bauen. Der ist wahrscheinlich auch schon gebaut. Die Sprungfläche und das Landepad ist gebaut. Und ja, ich wollte eigentlich ein bisschen Biomaterial gerade noch farmen gehen. Das werden wir vielleicht auch noch eben machen. Aber erstmal wollte ich hier auf den Turm klettern, um euch mal zu zeigen, was hier inzwischen alles so passiert ist. Also da drüben haben wir einmal eine Produktionsstraße für Brennstoff. Das etwas Ähnliches haben wir hier auch. Diese ist für Holz und für Blätter geeignet, die andere nur für Blätter. Das ist halt auf so einem Server so, wenn dann mehrere gleichzeitig bauen, dann passiert sowas halt mal. Da sind die ganzen Biokraftwerke. Das da hinten ist auch schon wieder erweitert worden, sehe ich jetzt gerade. Das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Hier wird auch schon produziert, da weiß ich noch gar nicht, was das ist. Also man darf hier nicht mal eben eine Stunde oder so nicht da sein, dann... Ups, das war knapp. Dann passiert hier so viel. Unglaublich. Ja, schauen wir uns mal eben an, was hier passiert. Also das mit den Schrauben hatten wir ja schon. Und hier werden dann hergestellt... Ah, die verstärkten Eisenplatten, okay. Hier auch, oder was passiert hier? Ach, hier werden Rotoren hergestellt, okay. Da ruht sich gerade jemand aus. Hallöchen. Also es wird hier immer belebter. Was ich vielleicht noch gar nicht gesagt habe, aber vielleicht habe ich es doch gesagt und ich habe es einfach vergessen. Wir können hier momentan zu 10 spielen. Es ist gar nicht so ganz sicher, wie gut das überhaupt unterstützt wird, weil es ist ja noch ganz neu mit den Dedicated Servern und muss man halt mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Da ist übrigens Woolbreaker, der war ja auch schon sehr fleißig. Der weiß jetzt nicht, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Aber ja, hat sich etwas verändert. Er schreibt es gerade. Ja. Antworte ich ihm mal, ne? So. Gut, ich gehe mal hier hinten Richtung Feuchtbiotop, weil da sind noch viele
Blätter, da hinten noch Bäume, die wir mit der Kettensäge dann fällen können. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt erstmal gerade eben machen wollte, damit wir noch ein bisschen Biomasse bekommen. Und ihr könnt dann sehen, was die Säge kann. Und ja, dann ist, glaube ich, das nächste, was wir bauen müssten, der Weltraumlift, dieser hier. Ja, der kostet so viele Materialien eigentlich gar nicht. Ich vermute mal, dass sie den noch nicht gebaut haben, damit ich den jetzt gleich bauen kann im Video. Vielleicht hätte ich das auch einfach mal schnell eben machen sollen. Ja, mal gucken. Ich gehe mal eben ein bisschen holen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder zurück. Die Blätter, die habe ich nicht nur ich alleine gesammelt, sondern mit tatkräftiger Unterstützung natürlich. Hier das ganze Holz wird gerade alles hier verarbeitet und sammelt sich dann hier, ne stopp, nicht dort, sondern hier, als fester Biotreibstoff. Und der hält dann schon wesentlich länger, also da haben wir jetzt erstmal für eine Zeit genug. Hier vorne wird schon wieder fleißig gebaut. Ich warte jetzt drauf, ihr seht das auch an der rechten Seite, dass ich den restlichen Beton zusammenkriege, um den Weltraumlift zu bauen. Und bis wir das machen, würde ich mal sagen, schauen wir nochmal durch, ob ich hier jetzt... Ah ja, sehr schön. Also wir können die Alien-Panzer jetzt untersuchen. Das heißt, dann können wir aus denen auch Biotreibstoff herstellen, theoretisch. Oder irgendwas anderes. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz richtig. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, noch einen weiteren Handausrüstungsplatz zu bekommen. Okay. Die Armierpistole. Okay, da fehlt uns noch ein bisschen was. Dafür müssten wir das... Ah, das können wir sogar auch erforschen. Wir haben auch genügend Alien-Organe. Na perfekt, dann machen wir das auch mal direkt. So, erledigt. Was gibt's hier? Plus 6 Inventarplätze. Dann brauchen wir noch 2 weitere Alien-Organe. Und noch mehr Draht, okay. Den Inhalator. Ja, bis wir das haben, da dauert noch ein bisschen. Aber das mit den mehr Ausrüstungsplätzen, das könnten wir da ja vielleicht hinkriegen. Katerium-Barren können wir noch nicht. Ja, können wir schon, aber wir haben nicht genügend Material dafür, glaube ich. Das geht auch nicht. Elektroschnecken, nein. Quarz. Oh, wir haben genügend Quarz, um Quarzkristalle zu erforschen. Oder aber den Quarzsand. Mach mal erst den Quarzsand, wobei Quarzkristalle wahrscheinlich schlauer gewesen wäre, dann hätten wir da noch was freigeschaltet, aber ja, was soll's. Jetzt ist zu spät. So, und Schwefel geht noch nicht. Nee. Okay, sind wir damit aber wieder ein bisschen weiter. Diese ganzen Materialien, die da jetzt zugehören, die würde ich vielleicht hier mal alle weglegen gerade. Wann habe ich den denn gesammelt? Achso, vielleicht mit der Kettensäge gerade, ne? Sam-Erz kann ich weglegen. Biotreibstoff behalte ich mal, weil der ist für die Kettensäge. Die Elektroschnecken lasse ich auch erst nochmal im Inventar. Bauxit. Können wir, oh, wir haben doch 74 Katerium jetzt. Da kann ich doch ein paar Katerium-Barren herstellen. Machen wir das mal eben. Oh, 24 sogar. Ich glaube, das reicht sogar, oder? Waren es 20 oder 50, die wir brauchen? Ich weiß es nicht. Das müssen wir gleich mal eben... Werden wir gleich sehen. So, 20, ja, wir können ruhig die 24 oder 26, was waren es? 24, machen wir die alle. So, und jetzt schauen wir doch mal. Katerium. Ach, 10 waren es sogar nur. Oh. Ach, und das waren 50 für den Turbodraht. Okay, aber die 6 Inventarplätze sind ja eigentlich gerade zu Beginn jetzt nicht unbedingt schlecht. Jetzt soll ich mal eben schauen, ob wir verstärkte Eisenplatten so ein paar haben. Aber nur, wenn wir schon eine Ecke mehr als 50 haben. Ich will jetzt nicht alle, die wir haben, dafür verwenden, dass wir die Inventarplätze kriegen. Das wäre ein bisschen unlogisch. Ach, hier werden die Rotoren gebaut. Hallöchen, sitzt da immer noch. war es hier? Ne, da waren die Eisenstangen.
Ach, hier. Verstärkten Eisenplatten. Okay, 8. Das ist jetzt ziemlich überschaubar. Es hapert an den Eisenplatten. Wir haben hier Schrauben genügend da. Die stauen sich zurück. Okay, hier kommen nicht genügend Eisenplatten an. Ist vielleicht nicht so die Variante, wie man es am schlauesten macht, aber ich würde jetzt gleich mal hergehen, wenn die da durchgelaufen sind, was jetzt der Fall ist, dass wir hier hergehen und hier einen Lagercontainer zwischenbauen. So. Können wir das hier nochmal eben zerlegen. Bauen das dahin. Das da wieder an. Und ich gehe mal eben hier runter, weil ich glaube, hier liegen noch ein ganzer Schwung Eisenplatten. Die wir dann ja durchaus da mal reinpacken können. Ist jetzt nicht übertrieben viel, aber ein bisschen was. Behalten wir mal für was auch immer. Okay, und das dürfte dann zumindest vorübergehend hier ein bisschen mehr produzieren. Habe ich so viel Eisenplatten weggelegt, dass ich nicht mehr genug habe, aber ich glaube, hier sind welche drin. Naja. New research available in the MAM. Was? Neue Forschung in der MAM verfügbar? Ach so, weil nee, verstehe ich nicht. Da ist nichts Neues. Sind alles nur Sachen, die wir vorher auch schon hatten. So, ich hoffe. Ah. Okay, da wird gerade was geändert. Ah, ich glaube, die Betonproduktion wurde da oben ein wenig erweitert, würde ich mal denken. Kann ich hier schon. Ich da noch irgendwas. Ich war früher, konnte man die Schnecken da direkt rein, oder konnte man das nicht? Ich weiß es nicht mehr. Aber das Ding ein bisschen tunen, das braucht dann auch mehr Strom, aber ich glaube, das wäre durchaus hilfreich. So, Elektroschnecken. Dafür brauche ich einmal eine gelbe. Okay. Die haben wir nicht. Wir haben nur blaue bislang. Okay, naja, aber hier ist. Für Beton. Okay, die ist dann schon mal wesentlich potenter. Das Problem ist aktuell da nur noch, wir müssten hier noch mehr
noch mehr Kalkstein ran schaffen, aber sehr wahrscheinlich ist Rulebreaker da gerade dran, weil da hinten, naja, wir sehen es sogar gerade. Ihr könnt sogar live zuschauen, wie da hinten ein Miner aufgebaut werden sollte. Okay. Ja, dann schauen wir mal eben, was wir noch machen. Ja, da hat er natürlich Blödsinn erzählt gerade, weil natürlich kann ich schon die Energiefragmente herstellen aus blauen Kristallen. Das, was ich da noch hätte erforschen müssen, wäre für die gelben gewesen. Also, ja, haben wir dann mal korrigiert. Also wir hätten jetzt 4 Stück. Ich weiß gerade noch nicht, wo wir sie vernünftig einbauen können. Ich bin nämlich jetzt mal hergegangen und habe... Also eine zweite Leitung ist schon zu dem zweiten Miner dort hingebaut worden. Ich habe jetzt auch noch ganz hinten bei dem normalen vorkommenden Miner dazu gebaut. Das auf dem normalen Vorkommen, sodass wir jetzt insgesamt 120 Kalk produzieren können. Das Problem ist gerade noch, wir haben hier nur eine Leitung, die 60 Einheiten pro Sekunde transportieren kann. Das heißt, wir müssten ab dem Teil, wo... die ersten beiden zusammenlaufen, müssten wir MK2-Förderbänder haben. Bis wir die haben, dauert es aber noch ein bisschen. Also wir haben die schon erforscht, aber wir können sie noch nicht herstellen, weil wir einfach dafür noch zu wenig Materialien haben. Ne? Wir sehen hier, da hatte ich ja gerade den Lagercontainer gebaut, dass wir hier ein bisschen was herstellen, aber da kommen wir halt noch nicht sehr weit mit. Ich überlege, ob wir dann jetzt fast an dieser Stelle für diese Folge Ende machen. Also ich sag mal kurz Tschüss, weiß aber noch nicht, ob die Folge jetzt zu Ende ist. Das seht ihr ja. Oder ob ich noch was vom nächsten Teil dazu nehme. Ne? Also je nachdem, schauen wir mal. Ja, das war tatsächlich normal. Ne? Wie konnte ich auch auf die Idee kommen zu beenden, ohne dass wir den Weltraumlift gebaut haben. Jetzt muss ich gerade mal eben schauen. Der ist natürlich riesig groß. Der hier überhaupt reinpasst. Da sieht es gerade nicht nach aus. Okay, das bedeutet, der passt hier nirgendwo hin. Da ich den jetzt auch ungern einfach irgendwo hier bauen möchte. Ach, wir haben auch nicht. Hat irgendjemand was gesehen? Nee, ne? Warum ich den nicht bauen konnte? Das hatte andere Gründe. So. Wir müssen dahin und uns ein bisschen Draht rausnehmen. Oh. Das war ein bisschen mehr als... ein bisschen Draht. Aber das Thema hatten wir ja in dieser Folge schon, ne? Shift-Linksklick und STRG-Linksklick. Es ist zwei verschiedene Paar Schuhe sind, die ich immer vertausche. So, und jetzt nochmal. Ah, jetzt passt das. Okay, jetzt muss ich gerade nochmal eben... schauen, wie... Ich denke mal, ich werde den versuchen, hier so halbwegs... Na. So, da ist er. Wird jetzt gebaut. Das dauert immer ein bisschen bei dem Weltraumlift. Aber es ist gemacht. Jetzt kommt von da oben was angeflogen.
recht lange unterwegs. Wird da festgehalten? Perfekt. Der Weltraumlift ist gebaut. Wir können ihn nutzen. An welcher Stelle ist die Kommandokonsole? Ja, danach hätte ich ihn vielleicht noch... Uiuiui, das ist aber hier... Ei, ei, ei. Ja, so viel dazu, ne? Ach Mensch, ich... Hyoping. Okay, für mehr habe ich nicht Ressourcen. Das war nicht schlau. Ich bin immer gedanklich noch dabei, dass man Fundament für Fundament baut. Dabei ist das gar nicht mehr notwendig. Man kann ja jetzt mehrere am Stück bauen. Es ist nur nicht schlau, sich dabei zu bewegen. So, probieren wir es nochmal, weil wir haben jetzt nämlich verschiedene Baumodi. Ich habe jetzt den... ups. Ach, jetzt mache ich den gleichen Fehler nochmal. Mensch, Mensch, Mensch. So. Aber ne, ihr seht schon, man kann jetzt mehrere am Stück bauen. Das muss ich. Reden wir nicht drüber. Vielleicht schneide ich das einfach raus. Und oder ich lasse einfach da das Video enden, wo ich es gerade gesagt habe. Damit man das nicht sieht, wie ich hier rumfaile. Ja, ich überlege gerade tatsächlich, ob ich den nochmal abreiße und nochmal drehe. Das erscheint mir gerade durchaus als eine gute Idee. So, wird jetzt nochmal zerlegt. Und dann bauen wir den guten jetzt nochmal. So, jetzt haben wir auch die Kommandokonsole an der richtigen Seite. Kriege ich den aber nicht mehr so weit nach links hin. Okay. Was wir jetzt hier brauchen, sind die intelligenten Beschichtungen. Dafür brauchen wir verstärkte Eisenplatten und wir brauchen Rotoren. Schauen wir doch mal, ob wir das alles noch haben. Jeweils 50, also die Rotoren. Die Rotoren weiß ich ziemlich sicher, dass wir davon 50 haben. Weil da habe ich gerade schon vollen 100 das Deck gesehen und die hier haben wir auch. So. Nehmen wir mal jeweils einen Stack daraus. Wo sind sie jetzt? Ich stehe jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber... Intelligente Beschichtung. Können wir die vielleicht nur in dem Fabrikator bauen, dass wir die gar nicht händisch bauen können? Sieht gerade ein bisschen danach aus. Okay, dann bauen wir mal hier einen... Wir haben hier vorne Platz.
Können wir das da ranpacken? So, wir brauchen jeweils 100. Jetzt habe ich nicht mehr ganz 100. Ist natürlich jetzt dumm, dass ich doch nicht mehr mitgenommen habe, aber... Wir brauchen noch 8 Eisenplatten und noch 4 Rotoren. Holen wir die nochmal schnell. Das hatte ich gesagt, 8, ne? Ja, wir brauchen eh mehr. Und 4 Rotoren, ja. Da habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. All das, was da jetzt in der ganzen Zeit produziert wurde, das schnappe ich mir einfach. Und hau es da hinein. Einmal 4 sein und das 8. So. Jetzt brauchen wir einfach nur ein bisschen Zeit und dann können wir all das, was hier geladen wird, ist schon ein bisschen drin. Ne, 2 Stück schon, ja, okay. Dann können wir es abschießen und dann haben wir Stufe 3 und 4 freigeschaltet. Das klingt jetzt so, als ob das schon ein großer Fortschritt ist, wobei, wenn man bedenkt, dass das hier erst heute vor ein paar Stunden im Grunde losgegangen ist. Ich zähle jetzt mal nicht dazu, was ich vorher gemacht habe. Das war ja eigentlich nicht der Rede wert. Ist das schon eine ganze Ecke. Gut, dann aber jetzt sind wir durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wenn ihr auch Bock habt, hier mitzubauen, mitzuspielen, schaut gerne auf dem Discord vorbei. Ne? Also macht's gut. Tschüss.